12 Jahren hatte ich eine außerkörperliche Wahrnehmung, weil es mich vom Baum 10 Meter runtergehaut hat. Wunderbarer Zustand, nicht verbunden zu sein in der Mühle. Nicht für jeden nachvollziehbar vielleicht, aber in diesem Zustand konnte ich in die Zukunft sehen und sehen, was auf diese Mühle zukommen soll. Da war ich 12 Jahre alt. Dann habe ich gesehen, was uns hinbringen wollen. Runterreduzierung der Menschheit, Robotisierung und all diesen Scheißdreck, was wir jetzt bereits ein bisschen drinnen sind. So, ich habe aber auch gesehen, dass es nicht so weit kommen wird oder muss. Und das ist die gute Neuigkeit. Und das ist nämlich das, warum ich dabei bin seit 2020. Um mit beizutragen, dass es diese Wende kommt. Und wir sind am ersten Drittel dieser Wende in die richtige Zeit. Und das haben wir alle gefragt und das ist wunderschön. Mit 20 Jahren, warte, ich habe gesagt, ich bin 18, oder? Ja, lieben wir ja nicht, ich bin schon 21. Also kurze Rede, langer Sinn. Mit 21 habe ich dieses Buch geschrieben. Seit 2012 ist das am Markt. So, da ist drinnen ein Kapitel Zukunft. Falls sich das jemand interessiert und noch viel mehr, da steht das genau drinnen, was ich damals gesehen habe und was jetzt läuft. Wirklich, ohne Übertreibung. So. Aber was ist das Gute dabei? Ich schreibe jetzt an Teil 2 dieser Serie. Und dieser Teil heißt Spuren verlorener Erinnerungen. Q. Einer für alle, alle für einen. Und da beschreibe ich die Jetztzeit des Überganges. Was geschieht jetzt, heute? Heute, jetzt, heute. Und im Übergang. Und da sind wir alle mittendrin. Und ich hätte eine Bitte und dann bin ich schon fertig. Falls sich jemand bereit erklärt, seine eigene persönliche Geschichte in diesem Buch mit veröffentlichen zu wollen, bitte meldet sich bei mir. Ich habe nämlich ein eigenes Kapitel mit der Rubrik Mein Leben in der Zeit. Und das wäre ganz toll. Ich bin eh noch da. Bitte meldet euch, es würde mich sehr freuen. Falls sich jemand interessiert, das Buch kostet, warte mal, 19,99 €, das sind 50.000 Forint. Na, Blödsinn, oder? Ich bin das zweite Mal erst in Ungarn. So, okay, danke schön, das wollte ich nur loswerden. Danke vielmals.